Ja, gut, es geht weiter mit dem zweiten Vortrag in diesem Block. Der ist von Daniel Koch und der Co-Autor wäre Marc Janssen, aber Daniel hält es diesmal alleine. Und es geht von 2D Richtung 3D, aber wir bleiben bei Webapplikationen. Bitte schön. Okay, vielen Dank. Hallo zusammen. Ich werde jetzt referieren zu einem Vortrag unter dem Titel 3D-Applikationen im Browser, Überblick und Erfahrungen. Was erwartet Sie? Ich werde mich kurz vorstellen, werde kurz eine kleine Einführung geben, was überhaupt 3D-Geo-Applikationen sind, werde dann anschließend direkt potenzielle technische Lösungen vorstellen, die aktuell möglich sind, werde dann anschließend mit verschiedenen Datenformaten und Services bzw. standardisierten Services weitermachen, die es aktuell gibt. Und werde anschließend eine subjektive Auswahl von aktuell verfügbaren JavaScript-3D-Bibliotheken vorstellen und kurz miteinander vergleichen. Michael Holthausen steht nicht vor Ihnen. Ich bin Daniel Koch, aber Michael Holthausen, Mitarbeiter von Terrest, ein Kollege von mir, hat sehr an dieser Präsentation mitgewirkt. Deswegen möchte ich ihn nicht unerwähnt lassen. Ich bin Daniel Koch. Lead Developer bei der Bonner Firma Terrestris und unter anderem Kernentwickler von Shogun und React Geo. Zu React Geo gab es auf der Foscos auch schon einen Workshop. Vielleicht kennst du einen oder andere. Terrestris kennen Sie wahrscheinlich insbesondere dann, wenn Sie auch den Open Layers Vortrag mit meinem Kollegen Marc Janssen gerade gehört haben. Deswegen verliere ich da gar nicht so viel Worte drüber. Wir sind eine Open Source Firma aus Bonn und bieten Dienstleistungen rund um Webmapping, 2D, 3D. Ja, was sind 3D-Geo-Applikationen? Ich denke, im Grunde, der Name ist es schon, erklärt es relativ gut. Aber es ist natürlich so, we live in a 3D-World, people move, think and experience in three dimensions. Und was wir natürlich versuchen in einer 2D-Applikation, ist klassischerweise diese dritte Dimension, also eine Komplexitätsebene, zu entfernen, um im Prinzip diese Komplexität zu nehmen. 3D-Applikationen versuchen jetzt im Prinzip diese Komplexität nicht zu nehmen, sondern im Prinzip auch mit bestehenden technischen Möglichkeiten innerhalb, in diesem konkreten Fall, des Browsers darzustellen. Ups. Viele Medieninhalte werden schlichtweg auch schon seit jeher in 3D produziert und auch an einem 2D-Monitor projiziert. Das heißt, da haben wir auch schon im Grunde so eine kleine Divergenz. Zum Beispiel werden auch Animationsfilme aus computergenerierten 3D-Bildern erstellt und das auch schon relativ lange. Das ist natürlich jetzt nicht innerhalb meines Vortrags und deswegen sind Sie auch nicht hier. Aber im Prinzip gibt es jetzt im Prinzip auch in den letzten Jahren, insbesondere in den letzten Jahren, die Bemühungen, nicht nur 3D-Animationsinhalte, sondern tatsächlich auch reale 3D-Inhalte mit Raumbezug darstellen zu können und die vor allen Dingen auch über entsprechende Kartendienste bereitzustellen. Genau, es gibt schon relativ lange, also die ersten, sag ich mal, Computer-Grafik-Schritte sind schon in den 1960er Jahren passiert und umspannen seit jeher im Grunde sehr, sehr viele Bereiche unseres Alltags. Früher waren die Voraussetzungen, wenn ich mich mit 3D-Technik am Rechner auseinandersetzen wollte, ein starker Rechner, ein starker Tower-Desktop und natürlich, wenn ich diese Daten bearbeiten wollte, noch anschauen wollte, das ist jetzt auch einfach irgendeine Auswahl von sehr teuren, sehr komplexen 3D-Tools. Also es brauchte sowohl Hardware als auch Software, die sehr spezifisch war. Heute ist das alles ein bisschen einfacher. 3D-fähige Hardware steckt im Grunde in jedem Smartphone, in jedem Tablet, in jedem Rechner, den man benutzt. Und die Software, mit der wir auf diese 3D-Inhalte zugreifen, ist auch relativ einfach geworden. Es ist keine Expertensoftware mehr, es sind keine Expertentools mehr. Es sind unter anderem die Browser. Google hat schon relativ früh versucht, 3D-Inhalte im Browser darzustellen. Also es gab bereits im Jahr 2012 eine Google Chrome Experiment Application namens 100.000 Stars. Eine browserbasierte 3D-Simulation, die im Prinzip das Ziel hat, die Milchstraße mit allen seinen Sternen, Nachbarschaftsbeziehungen etc. darzustellen. Wissenschaftliche Genauigkeit sei da jetzt an der Stelle mal dahingestellt. Es geht jetzt hier tatsächlich wirklich nur um die Darstellung bzw. die Möglichkeiten der Visualisierung.
Und das Schöne an dieser Applikation ist, sie zeigt innerhalb einer Applikation auf sehr viele verschiedene Techniken, die grundsätzlich existieren, um diese Inhalte darzustellen. Also es sind HTML5-Elemente, die genutzt werden, Techniken wie WebGL, CSS bzw. CSS3 mit 3D-Animationen und Transformationen und WebAudio, das ist jetzt hier erstmal in Klammern zu sehen. Und die Applikation ist dann im Grunde das, ich habe die mal vorgeladen. Man sieht auch schon, da fliegen jetzt schon ein paar lauter Sterne durchs Bild. Und ich kann jetzt hier relativ schön und relativ einfach mich innerhalb dieses Planetariums bewegen. Und das Schöne ist eben, diese Information oder diese Rendering-Technik ist komplett im Browser und wie gesagt von Google schon 2012 auf vor einigen Jahren unterstützt. Aber auch darum geht es jetzt eigentlich gar nicht so wirklich, denn das natürlich ist es auch ganz schön anzuschauen, dass die Milchstraße, Galaxien und so weiter und so fort. Aber wir sind natürlich jetzt im Hier und Jetzt und wir wollen uns anzeigen lassen, die hiesigen Konstellationen, die hiesigen Georelationen. Wir wollen uns in 3D anzeigen lassen, zum Beispiel Gebäude mit Texturen. Wir wollen uns Geländemodelle anschauen, wir wollen die erfahren, wir wollen die navigierbar haben. Wir wollen zum Beispiel ein fachliches Beispiel, geologische Untergrundmodelle anschauen, die sonst ein bisschen verborgen sind oder schwer erfahrbar sind. Was gibt es denn jetzt für technische Lösungen? Ich habe schon ein paar angedeutet. Alle gemein haben sie das große Problem, riesige Datenmengen so aufzubereiten, dass sie innerhalb der Umgebung einer Internet- oder einer Web-Applikation flüssig und vor allem auch performant laufen. Das heißt, die Daten müssen entsprechend erstmal zum Client transportiert werden, bis dahin müssen sie aufbearbeitet werden und sie müssen auch so aufbearbeitet werden, dass sie der Client entsprechend schnell performant lesen kann. Und da gibt es diverse Ziele, zum Beispiel Level of Details oder im Prinzip auch die Übertragung als sogenannter Stream. Das heißt, ich versuche nur die Applikationsinhalte, also die Dateninhalte in den Client zu liefern, die ich wirklich aktuell benötige. Clientseitig gibt es erstmal ganz grob drei Kernkomponenten, nämlich WebGL, das ist eine Schnittstelle, die mir der Rechner bietet, bzw. der Browser bietet, um Hardwarebeschleunigung innerhalb des Browsers zur Verfügung zu haben. In dem Fall ganz konkret, dass ich im Prinzip auf die Graphic Processor Unit der Grafikkarte zugreifen kann. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, über die Softwarebeschleunigung hinauszugehen. Basiert im Grunde auf der bereits schon seit längerer Zeit existierenden OpenGL-API. Wird aktuell von allen Desktop-Browsern unterstützt, von aktuellen Desktop-Browsern unterstützt und auch von den meisten mobilen Browsern. Weiter gibt es die Möglichkeit, mit CSS3 3D-Animationen darzustellen. Das heißt, ich kann, ohne jetzt im Prinzip ganz komplexe Konstellationen zu haben, Schriften, Formen, Boxen im Endeffekt mit 3D-Animationen drehen, rotieren etc. Auch das, die Rahmenbedingungen sind etwa identisch. Und ich habe noch über HTML5 und das damit ein integrierte Canvas-Element die Möglichkeit, auf einer 2D-Canvas mit Implementierungen, die ich entweder von Bibliothek nehme oder selber implementiere, 3D-Effekte auf diesem 2D-Canvas zu erzeugen und das auch relativ performant. Das kann eine Alternative zu WebGL und CSS3 bzw. CSS3D sein, werde ich jetzt aber hier auch gar nicht mehr weiter im Grunde berücksichtigen. Außer natürlich, dass die Canvas auch natürlich für die Bibliotheken, die ich auch später vorstelle werde, von Relevanz ist. Allerdings arbeitet sie da im anderen Kontext und nicht im 2D-Kontext, sondern in dem zuvor genannten WebGL-Kontext. Welche Technologie wählt man für die Applikation? Da muss man entsprechend prüfen, was die entsprechenden Bedingungen der Applikation sind. Hier sind so ein paar Fragen aufgeführt. Im Grunde hängt es immer so ein bisschen von der Komplexität der Applikation ab, die ich im Prinzip umsetzen möchte. Die Liste der Serverkomponenten ist, sage ich schon jetzt, sehr, sehr unvollständig. Es gibt eine Vielzahl von Serverkomponenten und da wir jetzt auch nicht das eine Ziel-Server-System haben, sondern es eher um den Client beschäftigen, ist es auch nur eine Auswahl.
Also es gibt diverse Komponenten, mit denen ich 3D-Inhalte ausliefern kann. Zum Beispiel mit dem Geo-Server, der hat, beziehungsweise HT, zwei Schnittstellen, die sind aber beide mittlerweile auch deprecated. Das soll nochmal ausdrücken, dass diese 3D-Inhalte auch beziehungsweise 3D-Standards sehr, sehr, sehr schnelllebig sind. Aber grundsätzlich könnte der Geo-Server ein Tool sein, um 3D-Inhalte in einer kleinen Serverarchitektur auszuliefern. Dann gibt es noch weitere Tools, wie zum Beispiel 3DCityDB, die ist wahrscheinlich auch bekannt, also im Prinzip eine Datenbank beziehungsweise ein Datenbankschema, mit dem ich 3D-Stadtgebäude vorhalten kann und im Prinzip auch exportieren kann in diversen Formaten wie KML, Collada oder GLTF, Scale Transform Format. So, ganz konkret, welche Formate gibt es denn jetzt konkret aktuell, die man in einer 3D-Geo-Applikation verwenden kann? Da gibt es eine Vielzahl und in diesem Vortrag habe ich jetzt ausgewählt, im Prinzip die, die zumindest von verschiedenen Gremien standardisiert sind und damit auch, sag ich mal, eine gewisse Zukunftssicherheit möglicherweise mit sich bringen. Vom OGC gibt es jetzt relativ frisch den 3DPS, das ist der 3D Portrayal Service. Ist schon seit mehreren Jahren ein Draft-Kandidat, aber jetzt seit 2017 offizieller OGC-Standard und bietet die Möglichkeit, über eine definierte Schnittstelle 3D-Geodaten an den Client zu liefern. Dabei ist es sehr schön an dem 3DPS, dass er sehr flexibel ist. Das heißt, er schreibt zum Beispiel kein Dateiformat vor. Das heißt, wie ich in welchem konkreten 3D-Austauschformat ich die Daten von Server zu Client transportiere, schreibt der 3DPS vor nicht vor. Er schreibt auch nicht mal vor, ob die 3D-Daten im Client selbst gerendert werden sollen oder sogar serverseitig vorgerendert werden sollen und als vorgerenderte Szene an den Client ausgeliefert werden sollen. Das heißt, es ist eine sehr offene Schnittstelle, sie definiert im Grunde ausschließlich, wie ich im Prinzip die aktuelle Szene bzw. die Szenenbeschreibung von Client an Server transportiere. Also welche Bounding Box sehe ich gerade und so weiter und so fort. Ist sehr interoperabel. Genau. Dann gibt es wahrscheinlich das bekannte CityGML, schon seit 2008 ein OGC-Standard und ein offenes Datenmodell und XML-basiertes Datenformat, ganz konkret zur Darstellung bzw. zur Speicherung und zur Ausgabe von 3D-Stadtmodellen bzw. Gebäudemodellen etwas allgemeiner gefasst. Es gibt da auch noch, wer mal mit CityGML gearbeitet hat, mag sich möglicherweise daran gestört haben, dass das Format relativ komplex ist. Es gibt da eine vermeintliche Vereinfachung des GML-Formats, das ist das auf JSON basierende CityJSON-Format. Dann gibt es noch weiter, da springe ich recht schnell drüber, denn dieses i3ds-Format ist zwar ein OGC-Standard, auch noch relativ jung und gibt eine Spezifikation, ähnlich wie der 3dps auch über die Speicherung und Transaktion oder Transmission von heterogenen 3D-Geodaten vor, unterstützt auch diverse Typen und hat bestimmte Begrifflichkeiten, die da relevant sind, zum Beispiel den Scene Layer, das heißt der Austausch wird definiert, also der Szene wird über einen sogenannten Scene Layer definiert. Das ist im Grunde so eine Containerbeschreibung für die entsprechenden 3D-Geodaten. Und das Schöne an dem Dienst ist, dass der im Grunde relativ, dass der auf der einen Seite Streaming-kompatibel ist. Das heißt, ich kann über den Scene Service, der einer REST API folgt oder eine REST API beschreibt, die Daten in den Client streamen. Das ist also klassischerweise bei Netzwerk, also bei Internet-Applikationen sehr, sehr relevant. Aber er bietet auch über das Scene Layer Package die Möglichkeit, komplette Daten im Prinzip, also komplette Datensätze direkt an den Client zu liefern, was jetzt zum Beispiel in einer Desktop-Applikation beziehungsweise dann relevant ist, wenn die Daten direkt schon auf dem Rechner vorliegen, also lokal schlichtweg vorliegen und nicht über das Netzwerk transportiert werden müssen. Übrigens Esri, die dahinter stehen. Dann gibt es vom Web3D-Konsortium das X3D-Format, Extensible 3D Graphics, ist der Nachfolger von dem VML-Format, das gibt es schon relativ lange und ist ein XML-basierter Standard für 3D-Grafik im Web und ist dadurch, dass es auch vom entsprechenden Konsortium standardisiert ist, direkt kompatibel mit anderen Standards, wie zum Beispiel mit HTML oder XML.
und die entsprechenden Inhalte aus so einer X3D-Datei werden direkt in den, also wenn man sich eine Web-Applikation vorstellt, direkt in den HTML-Tree einer Applikation geschrieben und können davon dargestellt werden. Das Format ist, wie gesagt, auch schon relativ alt, aber ist es noch einer bestimmten Dynamik unterzogen und aktuell gibt es wird ein Upgrade auf die Version 4 vorgenommen. So sieht so eine X3D-Datei aus, gehe ich jetzt gar nicht so sehr aufs Detail. Im Grunde zeigt dieses Beispiel jetzt einen sich drehenden Würfel. Entscheidend ist jetzt an der Stelle nur, dass es, wie gesagt, ein XML-Dialekt ist, X3D, und ich kann jetzt hier eine Szene definieren, das heißt, innerhalb der Datei kann ich nicht nur die Geometrie selbst definieren, sondern im Prinzip auch die Szene, das heißt, die Lage bzw. die Kameraposition, die ich für diesen Datensatz halt gerade benutze oder benutzen möchte. Und da gibt es jetzt auch ein Set von vorgefertigten Elementen und in diesem Fall wäre das jetzt eine Box, also einfach ein Würfel. Standardisiert sind die nächsten im Grunde auch, aber im Prinzip eher durch industrienahe Gruppen. Zum Beispiel gibt es die CZML-Language oder CZML-Dateiformat, das ist die sogenannte Cesium-Language, ein JSON-basiertes Format zur Auszeichnung von 3D-Inhalten und sieht im Grunde so aus. Das Schöne an diesem Format ist, es ist JSON-basiert, das heißt relativ einfach lesbar und auch schreibbar, sowohl menschenlesbar als auch clientlesbar. Und hat nicht nur die Geometrieinformationen, also jetzt in diesem Fall Punktinformationen, in diesem Fall X, Y, Z, sondern im Prinzip auch Styleinformationen innenliegend. Und das Schöne an diesem Format ist, dass es raumzeitdynamisch ist. Das heißt, es gibt nicht nur Informationen darüber, wo befindet sich gerade eine Information, sondern wann befindet sie sich dort. Das heißt, dieses Format kann sehr effizient dafür genutzt werden, raumzeitlich Informationen darzustellen und auch insbesondere, der Name legt es schon nahe, mit einer Bibliothek namens Cesium zu verwenden. Auch ein relativ neues und sehr aktives oder eine aktive Spezifikation sind die 3D-Tiles, auch von Cesium. Die sind seit 2016 ein Community-Standard des OGC und beschreiben im Grunde ein Format zum Streaming und Rendern von 3D-Inhalten auf einem Globus. Es gibt da auch verschiedene Anwendungsfälle, also insbesondere so Schlagwörter wie BIM und 3D-Gebäude sind mit 3D-Teils abbildbar. Und die Idee, die dahinter steckt, ist im Grunde das Übertragen von klassischen 2D-Teilsets in die dritte Dimension. Das heißt, ich unterteile meine Kartendienste oder meine Daten nicht nur horizontal, sondern auch vertikal und damit in der Tiefe oder in der Höhe, je nachdem. Da gibt es jetzt verschiedene Subformate von, beziehungsweise Austauschformate, je nachdem, ob es um Batched oder Instance 3D-Modelle geht. Der Unterschied ist eigentlich nur, dass das eine heterogen ist, das andere homogen. Das heißt, Gebäude sind heterogene Datensätze, Gebäude sehen je nachdem, was für ein Gebäude ist, anders aus. Bäume in einem 3D-Modell oder sonstige Straßenlaternen oder so sind im Grunde vereinfacht genommen immer die gleichen Modelle und müssen nur einmal an den Client transportiert werden und werden dann im Grunde dann mehrfach iterativ gerendert. Punktclouds können dargestellt werden und so ist es nochmal so ein etwas anschauliches Beispiel, wie diese 3D-Teilset zu verstehen ist. Also man hat eine Bounding-Box oder so einen Würfel und je nachdem, da gibt es verschiedene Methoden, wie ich den unterteilen kann. Kann ich den jetzt halt in drei Dimensionen unterteilen, beziehungsweise die darin liegenden Daten. Und das könnte dann darin resultieren, dass ich halt hier im Prinzip jetzt ein relativ einfaches Teilset habe, was alle Daten beinhaltet, das ist diese rote Umrandung und nur ein Subset davon in dieser blauen Umrandung darstellt. Und das führt halt zu sehr effizienten Streaming-Mechanismen, weil ich im Prinzip nur die Daten anfragen kann oder brauche, die ich wirklich benötige, entsprechend der Bounding-Box. Dann gibt es noch das GLTF-Format, relativ ähnlich aufgebaut. Es gibt eine JSON-Datei, die ist noch ein bisschen Metainformation, beschreibt Bounding-Box etc. Und es gibt ein Binärformat, was die Geometrie- und Animationsdateien beinhalten kann und zusätzlich noch Bilddateien für Texturen oder weiteres. Okay, jetzt haben wir so ein paar Browser-Technologien kennengelernt. Wir haben ein paar Formate kennengelernt, beziehungsweise die aktuell vermutlich wichtigsten Austauschformate und Dienste. Und jetzt gibt es Browser-Bibliotheken, die damit umgehen können oder damit arbeiten. Und eine dieser Bibliotheken ist 3JS. Das ist jetzt hier auch mal ein einfaches Beispiel.
mit der ich im Grunde 3D-Szenen sehr, sehr einfach darstellen kann. Das wäre das eine. X-Freedom, wie der Name schon sagt, ist eine Bibliothek, mit der ich ganz konkret zugeschnitten X3D-Inhalte innerhalb des Browsers darstellen kann. Auch hier ein einfaches Beispiel, wie ich so ein Höhenmodell anschaulich gestalten kann. Und dann gibt es noch zu guter Letzt Cesium.js. Das ist im Vergleich zu den anderen beiden Bibliotheken eine vergleichsweise junge Bibliothek und hat vor allen Dingen Fokus auf einem virtuellen Globus. Das heißt, 3D-Modelle kann ich natürlich auch mit dieser Bibliothek darstellen lassen, aber primär ist sie ein virtueller Globus, auf dem ich dann direkt meine Geo-Inhalte darstellen kann. Und hier ist jetzt direkt mal so ein Beispiel von der Integration Cesium.js und 3D-Tiles, das potenziell auch über einen 3D-PS ausgeliefert werden könnte. Und was man jetzt ganz schön sieht, wenn ich jetzt hier, das ist das Stadtmodell oder das Gebäudemodell von New York, wenn ich jetzt hier langsam den Globus bewege, beziehungsweise die Ansicht bewege, sieht man, wie nach und nach im Prinzip im Hintergrund die entsprechenden Gebäude nachgeladen werden und die werden immer dann nachgeladen, wenn sie nachgeladen müssen, also die Bounding Box entsprechend ist und ein entsprechendes 3D-Teil getroffen wird. Eine kurze Zusammenfassung dieser drei Bibliotheken. Wie gesagt, es gibt auch noch mehr. Diese Liste ist definitiv nicht vollständig, aber das sind vermutlich die am weitesten verbreiteten. Möglicherweise könnte man noch Babylon.js hier mit aufführen. Sie haben alle ihre Vor- und Nachteile. Cesium.js hat jedoch gegenüber der anderen beiden Bibliotheken den großen Vorteil, dass es sozusagen einen integrierten Raum- bzw. Geobezug hat. Das heißt, es kann automatisch mit anderen räumlichen Kartendiensten, wie zum Beispiel beim WMS oder einem WFS umgehen, was 3.js und X-Freedom so erstmal nicht können. Und es ist aktuell sehr, sehr, sehr aktiv in der Entwicklung. Zusammenfassung, also was man auf jeden Fall oder was auch unsere Erfahrung ist, die Aktivität bzw. auch die Nachfragen an 3D-Inhalten im Browser nehmen drastisch zu an verschiedenen Stellen, vor verschiedenen Hintergründen, also thematischen, inhaltlichen Hintergründen. Es gibt allerdings viele unterschiedliche, zum Teil standardisierte Formate und Austauschformate, die jedoch nicht immer ohne weiteres miteinander kombiniert werden können. Der 3DPS versucht jetzt zumindest den Austausch zu standardisieren, indem er sagt, okay, welches Format du willst, ist mir jetzt gerade egal. Du kannst mit mir 3D-Tiles austauschen oder eine X3D-Datei oder Sets von X3D-Dateien. Da könnte also tatsächlich jetzt dieser Punkt möglicherweise in ein paar Jahren wegfallen. Und alle JavaScript-Bibliotheken, die ich vorgestellt habe, arbeiten grundsätzlich ohne irgendwelche zusätzlichen Browser-Plugins. Das heißt, sie arbeiten nativ im Browser. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und ich freue mich auf Fragen. Ja, vielen Dank, Daniel, in den Ausflug in die Welt der 3D-Formate und Bibliotheken. Gibt es Fragen dazu? Ja, danke für die Übersicht. Mich würde noch mal interessieren, die Geschichte mit der Serverseite ein bisschen genauer. Du hast jetzt zwei Sachen aufgezählt. Hast auch erwähnt, dass beim Geo-Server das wieder rausgeflogen ist, leider. Gibt es irgendwelche Umsetzungen, von denen du weißt, die da irgendwo in der Pipeline sind? Beim Geo-Server ist es mir nicht bekannt, dass da aktuell irgendwelche Plugins aktuell in der Entwicklung sind. Und so ganz allgemein? Also für irgendeinen? Es gibt prototypische Umsetzungen für den 3DPS tatsächlich. Das sind dann eigene Applikationen bzw. eigene serverseitige Applikationen, die es meines Erachtens aber noch nicht über so einen richtigen Prototyp hinaus geschafft haben. Also die sind noch im Alpha- bzw. Beta-Stadium. Also jetzt eine wirklich fertige Software, dafür ist mir zumindest nicht bekannt. Ich lasse mich dabei gerne korrigieren. Okay, ja. Danke.